Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte am Beginn meiner Rede auf die schockierenden Frauenmorde der letzten Wochen zu sprechen kommen. Auch mein Mitgefühl und mein Beileid allen Kindern und Verwandten zum Ausdruck bringen. Der österreichische Autor Erich Fried hat in seinem Gedicht Die Gewalt es sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen erwürgt. Sie fängt an, wenn einer sagt, ich liebe dich, du gehörst mir. 9 Frauenmorde seit Jahresbeginn. 9 Frauenmorde in nur 4 Monaten. Diese Morde richtig zu benennen, ist wichtig. Sie richtig zu benennen, ist deswegen wichtig, um sie auch nachhaltig bekämpfen und verhindern zu können. Denn die Zurückweisung einer Frau ist niemals Motiv für einen Mord. Das Motiv eines Frauenmordes ist vielmehr Frauenhass. Das Motiv ist das immer noch sehr stark ausgeprägte Machtgefälle zwischen Männern und Frauen in Österreich. Das Motiv ist die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen, verbunden mit Besitzdenken vieler Männer. Ja, diese Frauenmorde haben System. So sagt es Andrea Brehm, Chefin der Wiener Frauenhäuser, und sie hat Recht damit. Diese Frauenmorde haben System. Sie sind ein gesellschaftliches, kein privates Problem. Und genau das gilt es zu benennen. Und vor diesem gesellschaftlichen Problem dürfen wir alle die Augen nicht verschließen. Wegschauen gilt nicht. 9 Frauenmorde ist jeder Mord zu viel. Wegschauen gilt nicht, nur hinschauen und handeln gilt. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, schauen wir hin, handeln wir und beschließen wir heute gemeinsam ein so notwendiges Sofortpaket zum Schutz der Frauen in Österreich. Lassen Sie uns gemeinsam hier und heute, mehr als nur Zeichen setzen, mehr als nur Entsetzen und Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Lassen Sie uns gemeinsam handeln und Taten setzen. Anfangen, dieser Brutalität endlich ein Ende zu setzen. Denn wir alle sind Teil dieser Gesellschaft, in der genau dieser Kreislauf der Gewalt gegen Frauen ihren Ursprung nimmt. Ja, es ist unsere Verantwortung, sehr geehrte Damen und Herren.